Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Cosmos Quest, werte Freunde der exorbitant ausufernden Evolutionstheorie. Ich hätte fast Idle-Theorie gesagt, wäre auch nicht so verkehrt gewesen. Cosmos Quest ist total am Start. Ich hoffe, meine Aufnahme läuft hier sauber, aber eigentlich brauche ich gar nicht so viel Traffic. Überlege ich gerade, ich lade im Hintergrund gerade noch einen Patch runter. Ich gerade unbedachterweise angeschmissen. Aber eigentlich sollte das mit der Aufnahme eigentlich überhaupt nicht interferieren. Von daher eigentlich alles schön. Zum Gewinnspiel von letzter Folge. Erstmal vielen, vielen, vielen Dank an alle Leute, die mitgemacht haben. Entschuldigung, wenn ich nicht auf alle Mails geantwortet habe, aber es wurde wirklich so ein Berg. Also es haben echt sau viele Leute mitgemacht, habe ich nicht mitgerechnet. Vielen Dank für das ganze Feedback. Vielen Dank für die vielen lieben netten Worte. Was da alles mit bei war, irgendwelche wirsch gereimten Vierzeiler, Leute, die sich gerade die alten Kläger-Heroes-Staffeln nochmal angucken und da irgendwelche Sachen ausgraben, Leute, die irgendwelche Anekdoten aus den ersten beiden Crusader-Staffeln ausgraben und. Auch Kritik war mit dabei. Auf Kritik habe ich eigentlich überall versucht zu antworten, wenn ich nichts übersehen habe. Und ich habe in der Tat noch ein kleines Problem. Ich kann nämlich einem der Gewinner nicht auf seine Mail antworten, beziehungsweise ich kriege halt immer eine Fehlermeldung. Wie komme ich auf Fehlermesse? Ich kriege immer eine Fehlermeldung, wenn ich auf die E-Mail-Adresse zurücksenden möchte. Ich werde jetzt einfach den Vornamen und den ersten Buchstaben vom Nachnamen nennen. So von wegen, ich möchte nicht den kompletten Namen raushauen, so aus Datenschutzgründen und so. Aber lieber Richard T., falls du das hier hörst oder siehst, schreib mir doch einfach mal von einer anderen E-Mail-Adresse oder schreib mir über das YouTube-Messaging-System, was zwar leider sehr schrecklich ist, aber grundsätzlicher funktioniert. Und schreib mir, falls er nicht eh bei der Mail oder sonst irgendwo dabei steht, doch einfach nochmal deinen Nachnamen mit dazu, damit ich auch weiß, dass du es bist und nicht irgendjemand auf die tolle Idee kommt, hey, da greife ich mal einen Code ab, der gar nicht meiner ist. Ja, wie habe ich das Ganze eigentlich gemacht? Es gibt, beziehungsweise ich habe ja dazu aufgefordert, dass ihr mir Screenshots schickt von eurer Followerzahl, also beziehungsweise wo man die Followerzahl drauf erkennen kann. Ich muss gleich mal meine Stats updaten. Und ja, ich habe dann quasi den niedrigsten Wert und den höchsten Wert genommen, bin auf Zufallsgenerator.net, ist es .net? Ich glaube, es ist .net gegangen. Habe mir eine zufällige Zahl in dem Bereich rauswerfen lassen. Habe dann, das war irgendwas so um die 22.000 und ein paar zerquetschte. Habe dann sämtliche Leute genommen, die plus minus 1.000 waren, so ungefähr. Und habe da dann letztendlich gelost. So. Also ein wenig Plan, ein wenig Zufall, noch mehr Zufall und noch ein bisschen Plan. Aber es waren erstaunlich viele Leute, so um die 22.000 Follower. Waren, glaube ich, am Ende bestimmt so 10 Leute oder so, die in die Endauslosung gekommen sind. Ja, aber so lief das Ganze. Deswegen wollte ich eure Followerzahl haben. Ich habe erst überlegt, ob ich es ganz stumpf den Leuten mit den niedrigsten Werten gebe. Da dachte ich mir so, nee, das ist irgendwie zu einfach. Das wäre dann irgendwie, ich weiß nicht, da fand ich dann so mehr oder minder losen irgendwie fairer, weil sonst wir hätten halt irgendwie 3/4 der Leute überhaupt nicht mitmachen brauchen, weil sie von vornherein keine Chance gehabt hätten. Von daher fand ich das so eigentlich ganz in Ordnung. Ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank nochmal fürs Mitmachen und für die vielen lieben E-Mails, auch wenn ich nicht auf alles geantwortet habe. Ich habe das quasi gestern nach Feierabend alles gelesen und bin halt nach 10,5 Stunden Arbeit nach Hause gekommen und es hat mir meinen Feierabend zwar sehr versüßt, aber ich hatte irgendwie keinen Nerv mehr, irgendwie 80 plus E-Mails dann alle zu bearbeiten, also wirklich komplett alle zu beantworten, weil da hätte ich wahrscheinlich bis morgens um 4 gesessen. Ich habe sie aber komplett auf jeden Fall alle gelesen, hoch und heilig versprochen. Vielen, vielen Dank. Ach, ja, ansonsten Stats aktualisieren, das ist erstmal so die Sache. Und Gott, ist so viel los. Es ist so viel los. Stats, da wollte ich total hin. Wegen Time. Wir sind bei 25 Tagen inzwischen. Holy shit.
Wir sind immer noch bei Creator tatsächlich. Wir brauchen aber nur noch wenige Jahre, bis wir zur nächsten Species aufsteigen können. Vor allem, bevor ich da jetzt weitermache, wir haben glatt 500 Challenges. Das finde ich ziemlich super. Das war so nicht geplant, aber finde ich gut. Wir haben 71726 Follower, 71.000. Das ging hauptsächlich dadurch, dass ich ja eben relativ viele Helden noch gezogen habe. Und zudem neu reingepatcht wurde die Hero Chest. Für jede 10 Kisten, die man aufmacht, kann man einmal kostenlos eine Hero Chest rollen. Dadurch habe ich jetzt meinen fantastischen... drei Hero Chests konnte ich aufmachen. Davon habe ich zweimal den Knilch hier nochmal gezogen. Der ist jetzt auf Level 5 und immer noch Grütze. Ich habe aber tatsächlich ihn noch bekommen. Karl! Oder hatten wir den schon? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe ihn aus einer Hero Chest bekommen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Oder ich habe ihn aus der Hero Chest bekommen. Das kann auch sein. Vielleicht habe ich einen von den beiden Wasserleuten auf jeden Fall. Ich bin mir unsicher. Anyways, die Hero Chests sind neu drin. Und für jede Kiste, die man aufmacht, geht hier unten halt einmal so ein Counter. Und wenn der Counter voll ist, kann man halt eine Kiste aufmachen. Übrigens, wenn ihr einer der drei glücklichen Leute seid, die den Code für 25 Keys gewonnen haben, diese 25 Chest Openings, also die 25 Keys, die ihr habt, die zählen hier mit rein. Also das bringt euch quasi schon auch noch mit 2,5 Hero Chests. Das ist eigentlich ganz fetzig. So, hier im Ranking eier ich inzwischen irgendwo so, ja, immer so zwischen, also 245 ist sogar schon relativ gut. Meistens eier ich immer so um die 300 rum, das hängt immer auch so ein bisschen davon ab. Ja, Win, Win, Draw, Win, sind aber auch relativ viele Losses mit bei. Also, ja, ich komme hier halt eben in den Bereich, wo sehr, sehr viele Leute eben viele Heroes haben und dann ist es halt schon wieder Glück, welche Formation man hat. Mein großer Follower-Zuwachs kommt hauptsächlich dadurch, dass ich hier alles komplett habe, hier fast alles komplett habe. Hier könnten wir fast mal gucken, 4 Monster. Was haben wir denn hier? Wasser, Erde, Luft, Feuer, Wasser. Nee, Erde, Wasser. Also blau, grün, weiß, rot, grün, blau. Rot, grün, blau. Ganz ehrlich, ich habe jetzt einfach mal die dicksten Heroes rein. Ich probiere es mal mit ihm und dann setze ich... Nein, das funktioniert nicht. Okay. Es ist aber ein Draw, oder? Es ist gar nicht so mies. So, Luft gegen Wasser ist super. Grün gegen Grün ist dann eigentlich blöd, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir da mal... Wenn wir das mal so machen... Nee, das reicht auch nicht. Ich habe halt keinen Air Elemental Hero. Das ist halt so ein bisschen ungeil. Ja, und dann haben wir da halt... Ja, okay. Nee, das läuft in der Tat sogar schlechter als vorher. Andere Idee. Du dahin. Du hierhin. Du hierhin. Das wird garantiert auch nichts. Aber gucken wir mal. Ich wundere mich gerade, warum verändert sich denn mein Bild gerade so? Ja, da haben wir da Feuer gegen Wasser hinten. Das ist auch ungeil. Es ist alles nicht so geil. Ich muss mal ganz kurz was ausmachen. Ich habe hier nämlich mein F-Lux, was gerade anspringt. Und nein. Disable bitte, sonst schlafe ich hier nämlich gleich ein. So. Okay, da habe ich in Wirklichkeit gerade gar nicht so viel Lust drum zu friedeln, wenn ich ehrlich bin. Habe ich das gerade nur mit 3 Helden gemacht oder habe ich einen schon wieder rausgenommen? Ich bin so verwirrt. Wir könnten das tatsächlich vielleicht sogar... Wir fangen an mit... Naja,
Luft ist, dann ist dann eh weg. Dann bräuchten wir idealerweise Feuer. Wie weit kommen wir mit dem dann? Okay, dann bräuchten wir in der Tat Grün. Da hätte ich dann ganz gerne dich. Ja, und dann bräuchten wir eigentlich schon irgendwas mit massiv vielen Hitpoints und das wird einfach nicht funktionieren, befürchte ich. How about so? Das könnte geklappt haben. Zumindest ist meine Followerzahl gerade massiv gestiegen, glaube ich. Ja, voll gut. Voll gut. Nice. Ja, wenn das so ist, aktualisieren wir doch nochmal die Stats. Nice. Dann können wir ja hier auch noch ein bisschen rumbasteln. Dann haben wir hier 5000 über. Dann kann ich hier fast... ist das Ding gar nicht so gut. Ich habe überlegt, ob ich hier so einen Zentaur und reinsetze, aber mit 16, 26... Die 26 Devs sind halt einfach nicht so gut. Das ist so das Problem. Da fülle ich lieber erstmal den Rest irgendwie mit Tier 2 Creatures auf. Hier kann noch einmal Wasser mit rein, dann haben wir hier mal komplett Tier 2. Da auch. Das wird auch langsam. Das ist doch okay. Ich finde, das kann man so mal machen. Alright. Soweit, so gut. Ja, nice. Dann habe ich die ersten 8 Quests komplett fertig. Ja, und hier hänge ich dann gerade so ein bisschen an der, was ist denn das, an der 15. Die kriege ich gerade irgendwie nicht geschissen. Da hatte ich aber auch noch keinen Bock, mich ernsthaft mit auseinanderzusetzen. Mal gucken, wenn ich jetzt 75.000 Follower habe, vielleicht kriege ich das irgendwie hin. Aber eigentlich will ich mich gerade gar nicht so sehr damit beschäftigen. Eigentlich will ich nämlich viel lieber meine 500 Universe Marbles ausgeben, die ich habe. Ich habe immer noch nicht geguckt, wofür es gut ist. Also, nein, falsch formuliert. Also, was davon besser ist. Aber ich glaube, ich möchte eher den Dreifach-Multiplier nehmen, als den Zweifach-Follower-Multiplier. Weil der Dreifach-Multiplier für alles ist, glaube ich, einfach sinniger. Von daher nehmen wir den mit. Dreifach-Production-Multiplier finde ich sehr gut. Warum der jetzt auf 7 ansteigt, ist mir ein bisschen unklar, aber hey, dreifach Production Multiplier. Ich finde das super. Kann man sehr gut machen. Das sollte hier theoretisch die Zeit auch ein bisschen gesenkt haben. Auf ein Drittel circa, aber das hat es glaube ich nicht. Wie viele Jahre brauchen wir denn jetzt noch? 2, 6, 4, 3, 9, 3, 5 Stunden durch 24 sind Tage. Durch 365. Oh, guck mal, nur auch knapp 302 Jahre. Also, wenn man Schaltjahre und so mit rechnet, dann sind es bestimmt nur 301 Jahre. fuck that. Und das trotz der 25 Chests und dem Dreifach-Multiplayer jetzt. Das ist schon ein bisschen hart. Das ist echt ein bisschen hart. Also hier muss jetzt einfach viel hier rüberlaufen. Wir sind vor allem gleich Sachen fertig, so in 3 Minuten. Mal 2 Stück zumindest. Ich mache hier jetzt relativ häufig nur 1-Stunden-Teile. Nicht, dass die wahnsinnig viel bringen, aber bei den Challenges bin ich halt mit den 12-Stunden-Dingern fertig. Die 4-Stunden-Dinger sind fast fertig, also da fehlt nur noch eine Challenge. Und hier 250 mal 4 Stunden lang experimentieren, ist schon 9 von 9, wenn man das erreicht hat. Das ist bei den 1-Stunden-Dingern aber ist 5 von 9, also das geht halt noch viel, viel weiter. Von daher versuche ich die 1-Stunden-Dinger gerade mal so ein bisschen zu pushen, hauptsächlich um ja eben bei den Challenges auch ein bisschen weiterzukommen. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ich muss mal eben ganz kurz einen Schluck trinken. Entschuldigung, ich habe gerade super die Pappfresse. Oh, Wasser ist so eine tolle Erfindung. Wasser ist so super. Oh, ja. Ja.
abgesehen davon habe ich heute total den Knüller gebracht. Und mal gucken, ob ich das in die Cam halten kann. Und habe einen schönen Muskelfaserriss in der Wade. Also ich gehe zumindest mal stark davon aus. Ich war noch nicht beim Arzt, weil halt Wochenende ist. Aber ich hatte genau an der Stelle, also mehr oder minder genau an der Stelle, schon mal einen Muskelfaserriss. Und es fühlte sich jetzt zwar ein bisschen anders an. Vielleicht ist es auch nur eine Zerrung. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist ein Muskelfaserriss. Ich bin mir da relativ sicher. Aber kann man halt auch nicht viel machen. Ich halt heute beim Joggen passiert. Ich habe halt so nach oder so während der ersten Runde schon gemerkt, so, ja, irgendwie zieht es da so ein bisschen in der Wade. Aber naja, ist halt irgendwie so Verspannung, bla bla. Das läufst du halt raus und so auf der Hälfte der zweiten Runde macht es dann so im Muskel. Und ich so, nein, ich, ich laufe da nichts raus. Nein, nein, ich gehe jetzt mal nach Hause oder ich humpel mal nach Hause. Fuck, hätte das nicht 500 Meter früher passieren können, dann wäre ich fast vor der, ja, oder eher einen Kilometer früher, dann wäre ich halt wenigstens fast vor der Haustür gewesen. Müsste jetzt nicht noch 10 Minuten zurückhumpeln. Ich dann erstmal schön aufs Sofa gepackt, Bein hochgelegt, das Ding hat gekühlt. Und ja, mehr kann man da halt erstmal auch nicht machen. Habe ich jetzt halt erstmal ein bisschen was von, aber nun ja. Wenigstens ist es nicht wie vor 2 Jahren direkt beim Festival passiert, sondern jetzt wenigstens so 10 Tage vor dem Festival, sodass ich zum Festival halbwegs wieder fit bin. Also zumindest dann wahrscheinlich schmerzfrei gehen kann. Kann dann zwar jetzt nicht fröhlich hüpfend durch die Gegend sprinten, aber eigentlich will ich beim Festival eh nur sitzen und Bier trinken und das kann ich, glaube ich, dann ganz gut. Von daher. Ach ja, es ist irgendwie... ist, was das angeht, zurzeit nicht mein Monat, aber nun ja, da kommen noch andere Sachen dazu, die hier gerade nichts verloren haben. Kino, 2 Sachen. Zum einen habe ich endlich mal das Balko-Experiment, oder das Balko-Experiment, The Balko-Experiment, keine Ahnung, ob man das Deutsch oder Englisch aussprechen will, wie auch immer. Ich habe es zumindest endlich mal gesehen und ich fand es so mittelmäßig, um ehrlich zu sein. Also wem das gerade gar nichts sagt, ich fasse mal den Trailer grob zusammen oder so den Anfang der Story, ohne jetzt was zu spoilern. Und zwar geht es halt um so einen Bürokomplex, der irgendwo im Nirgendwo steht. Und da gibt es halt, keine Ahnung, irgendwie ein paar 70 Mitarbeiter oder so. Und ja, eines schönen sonnigen Tages, während die alle fröhlich am Arbeiten sind, kommt auf einmal eine seltsame Lautsprecherdurchsage im kompletten Haus, die da sagt, hallo, schönen guten Tag. Sie haben jetzt, ich glaube, 1 Stunde Zeit, irgendwie so und so viele von ihren Kollegen zu töten. Ansonsten töten wir noch mehr Kollegen von ihnen. Und sie demonstrieren das dann auch sehr nett, weil die Leute haben quasi alle ursprünglich angeblich zu Tracking und um Entführung vorzubeugen und so ein Chip in den Hinterkopf implantiert und der wird dann mal so fernzündemäßig explodieren gelassen. Und ja, sie demonstrieren das dann halt auch so, dass dann halt direkt mal Leute sterben, als sich alle Leute denken, so ja, da will uns halt nur wer verarschen. So darum geht es im Großen und Ganzen, dass man halt so ein bisschen Sozialexperiment hat, okay, so und die 2. Stufe von dem Ganzen ist halt, okay, sie haben jetzt so und so viel Zeit, 30 Kollegen zu töten, wenn am Ende der Zeit nicht 30 Kollegen tot sind, töten wir 60 von ihnen. So. Und dann fängt halt dieses ganze, wer tötet wen, wie soll man sich verhalten, Sozialstruktur, Sozialexperiment irgendwie Gedöns an. Und das Ganze ist relativ blutig, also hat eine 18er-Freigabe, völlig zu Recht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin aber insgesamt nicht so 100% glücklich mit dem ganzen Ding. Weil irgendwie, es ist so ein Hälfte-Hälfte-Ding. Also es hat halt, nein, Moment, ich muss das anders anfangen. Also Hälfte-Hälfte ist schon richtig, aber es nimmt sich halt sehr, sehr ernst.
Was prinzipiell okay wäre, wenn die Story letztendlich mehr könnte. So, das ist halt mein Problem. So, das Ende ist halt so. Boah, das soll ja jetzt super der Schocker sein, ist aber letztendlich alles total offen und unerklärt und ich fand's halt so bla bla. Das war halt, also war auch nichts, was mich persönlich jetzt noch vom Hocker gehauen hat, weil das ist halt so. Ja, so ein Ende hat man halt schon zwei, dreimal gesehen. Jetzt nicht unbedingt mit der Story vorweg, aber so diese Wendung am Ende ist jetzt nicht so der oberneue Knüller gewesen, mit dem man halt nicht gerechnet hätte, oder zumindest mit dem ich nicht gerechnet hätte. Das war also, ja, okay, irgendwie was zu erwarten, nee, okay. Also es ist halt, es gibt halt, es ist storytechnisch nicht schlecht, aber es gibt halt nicht genug her, um wirklich gut zu sein. Und ja, es nimmt sich dann aber eben zu ernst, als dass man sagen könnte, okay, es ist halt ein reiner Splatter-Film, weil dafür nimmt er sich eben zu ernst. Also der Splatter ist halt zu realistisch und zu wenig übertrieben, als dass man halt ihn einfach als so ein bisschen Splatter-Trash abfeiern könnte und sagen würde, okay, Story ist mir egal. Also klar, da spritzt halt schon mal ein bisschen Gehirn durch die Gegend, ja, aber wenn ich halt schon einen Splatter-Film sehe, dann keine Ahnung, gibt mir halt Szenen wie in, was weiß ich, Cabin in the Woods, wo eine Fahrstuhltür aufgeht und ein gigantischer Schwall Blut rauskommt. So total übertrieben halt. So dann aber bitte eben auch richtig übertrieben, sodass ich dann wirklich sagen kann, okay, es ist hier jetzt einfach ein gory, gory Splatterfest. Das finde ich sehr schön. Und okay, Story ist ja mal zweitrangig, aber es funktioniert halt beides irgendwie nicht. So, es geht nicht als Splatter-Trash durch, weil dafür ist es, ja, nicht unbedingt zu gut gemacht, aber ja, irgendwie schon. Und es nimmt sich halt, wie gesagt, zu ernst und stellt die Story auch zu sehr in den Vordergrund. Aber um ein storylastiger oder storyfokussierter Film mit Splatter-Elementen zu sein, ist die Story halt mir irgendwie zu bla bla. Also da ist halt super viel Potenzial drin für krass Verschwörungstheorien oder sonst irgendwas, was man da im Hintergrund an Storygerüst aufbauen könnte. Da wird aber einfach nichts mitgemacht. Das ist es halt so. Also da ist halt so viel Potenzial da und es wird am Ende halt so ungefähr nichts aufgelöst. Das, also, oder sehr, sehr wenig. Das ist halt, fand ich so ein bisschen enttäuschend. Also da wäre halt mehr drin gewesen. Das war halt so. Nun ja, aber so sei es. Was kriegen wir denn Hübsches? Keine Follower, glaube ich. Oder 200. Nee, keine 200 Follower. Kriegen wir tatsächlich einen Common Hero? Dann hätten wir tatsächlich einen Luft-Hero oder einen Air-Hero. Der Typ ist zwar Grütze, weil es halt Common, aber wir haben immerhin einen Air-Hero. Das ist okay. Was kann der denn so? Air-Creatures deal 2 more damage. Ich habe ja natürlich nirgendwo Air-Creatures drin, doch hier. Oh, dann schmeiß ich doch dich mal raus und pack dich da mal rein. Wobei, das ist eigentlich Grütze. Eigentlich ist das nicht gut. Wir machen das mal anders. Wir packen dich mal dahin. Wir packen dich mal hier hin. Packen dich mal wieder hier hin. Und dann muss hier unten so, das ist okay. Ich könnte die beiden jetzt auch noch gegen Kodamas austauschen. Ich glaube, das zumindest bei einem mache ich das mal. Ein Feuerdingsi lasse ich mal drin. Ja, das ist so, glaube ich, schon recht sinnig. Machen wir mal so. Finde ich ganz okay. Krass, dann habe ich inzwischen 8 Heroes. Okay. Wie viele gab es da vielleicht insgesamt? 3 Seltenheitsstufen pro Typ, also pro Klasse, pro Elementar. Oder gibt's 4? Gibt's Common, Rare und Legendary oder gibt's noch was dazwischen?
Gibt es noch Ankommen? Ich könnte selber nachgucken. Da steht die Rarity nicht mit bei. Er ist Common, er ist Rare. Er ist Legendary, er ist Common, das ist Legendary, Common, Rare. Nee, dann. Okay, offenbar. Keine Ahnung, gibt's 12 verschiedene Heroes nur? Oder gibt's mehr? Ich weiß es nicht. Ich hätte bei einer Hero Chest mal drauf achten sollen, habe ich aber nicht. Schade. Anyways, Belko Experiment ist also. Also, war insgesamt kein schlechter Film. Definitiv nicht, also kann man sich mal angucken. Ist halt auch nicht wahnsinnig lang, geht halt so um die 90 Minuten. Das, also zieht sich jetzt auch nicht ewig, sondern ist schon okay. Also kann man, wie gesagt, durchaus mal gucken. Aber ich war halt hauptsächlich enttäuscht, weil so viel mehr Potenzial da war, aus dem einfach nichts gemacht wurde. Nichtsdestotrotz kein schlechter Film, wenn man auf blutige Filme steht. Ja, und dann muss ich mich noch ein bisschen über einen Film mehr aufregen, ist vielleicht übertrieben, aber ein bisschen an einem Film rummäkeln, den ich noch nicht mal gesehen habe, nämlich Transformers 5. Und das muss ich mal gucken, da muss ich vielleicht was zu zeichnen. Ich mache mir mal ganz kurz meinen Grafik... Gott, da läuft Crusaders im Hintergrund, wer konnte damit rechnen? Ich mache mir mal ganz kurz mein Grafikprogramm hier auf. Hässlich PaintNet. So, dann brauchen wir aber mal eine. Ach, schon mal 600 ist irgendwie doof. Gib mir mal 2048 mal. Achso, das ist Seitenverhältnis. Gib mir mal 2048 mal 1080. So, gehen wir mal davon aus, dass kann ich das irgendwo halbwegs mittig packen, so, gehen wir mal davon aus, dass das Weiße im Moment so eine Kinoleinwand ist. Jetzt muss ich erstmal so ein bisschen Theorie vorwegbringen, damit ich das vernünftig erklären kann, sonst wird das nämlich nichts. Es gibt prinzipiell zwei verschiedene Formate, in denen Filme im Kino gezeigt werden. Also es gibt grundsätzlich mehr, natürlich, aber es gibt so zwei Formate, in denen das hauptsächlich läuft. Und zwar haben wir ein Format, das die komplette Leinwand füllt. Also hier wirklich komplett ne, alles ausfüllt. Machen wir jetzt einfach mal in der fröhlichen Farbe hier. Das Bild geht über die komplette Leinwand. Oder es gibt ein bisschen schmaleres Format, was von der Höhe her... Upala. Was hatten wir? Warum? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? So, lassen wir mal so. Was von der Höhe her so prinzipiell gleich ist, aber da fährt dann halt nur die sogenannte Kasch, also die Kaschierung, sprich einfach ein Vorhang an der Seite vor und man hat dann den Vorhang, machen wir mal dunkelrot. Wo kann ich denn hier mal Rechtecke ziehen? Hier. Und dann ausgefüllte Rechtecke, bitte. Das wäre super. So, und dann hat man quasi hier Vorhang vor und das Bild ist quasi nur hier in dem blauen Bereich. So, es gibt halt ne, die zwei Formate. Einmal das, was ein bisschen schmaler ist. Da ist der Film aber auch tatsächlich so gedreht. Also da fehlt nichts irgendwie. Der Film ist halt in dem Format. Und es gibt halt das Format, Gott, habe ich hier schon mein Mikrofon, gibt halt das Format, was ein bisschen breiter ist, was eben das Format hat. So, was Transformers 5 macht, ist, Transformers 5 läuft in diesem Format, ja, standardmäßig. Was Transformers 5 aber dazu noch macht, ist, es wechselt, oder der Film wechselt regelmäßig das Format, sodass oben und unten jeweils nur für kurze Szenen, meist immer nur so für 2-3 Sekunden, schwarze Balken reinkommen. So. Zusätzlich noch. Diese schwarzen Balken sind nicht immer gleich. Also die sind mal so, ja, mal relativ groß, mal relativ schmal. Und das ist dann wirklich nur so,
Okay, du hast halt Close-up von Leuten und du hast fette schwarze Balken drin. Dann hast du kurz Landschaft wird gezeigt. Da ist das Bild komplett da. Dann hast du Close-up von anderen Leuten, aber in der gleichen Szene noch. Da sind wieder schwarze Balken da. Die schwarzen Balken sind aber schmaler und das Format wechselt halt dauernd. So, ich habe halt so die ersten 2, 3 Minuten vom Film gesehen und die letzten 5 ungefähr. Und das Format wechselt echt ständig. Und es ging mir so. Also, ich saß nicht mal drin. Ich war halt nur am Anfang drin, um kurz zu gucken, okay, ne, ist vom Bild her grundsätzlich alles okay und passt die Lautstärke. Und am Ende eben, um zum Beginn des Abspanns die Türen aufzumachen. Deswegen war ich halt im Saal und habe da halt ein bisschen was vom Film gesehen. Und allein da ging mir das schon so massiv auf den Sack. Ich weiß nicht, ob einem das beim Gucken wirklich so auffällt. Aber holy shit, hat mich das genervt. Und wenn das den ganzen Film so ist, ich weiß es nicht. So, die Sache ist, jetzt könnte man denken, ja, nee, ihr macht da halt vom Projektor oder vom Film her irgendeine Grütze, das ist bei euch halt falsch. Nee, ist es nicht. Wir haben vom Verleih tatsächlich mehrfach Post per E-Mail bekommen, in der steht, nein, der Film ist so. Der soll auch extra in diesem schmaleren Format, also mit Vorhang zu, ne, quasi gezeigt werden. Und diese schwarzen Balken sind da, die sind von Michael Bay so gewollt. Ich mir denke, okay, warum? Warum bitte? Ich weiß es nicht. Und vor allem, man könnte halt prinzipiell sagen, okay. Ich scheiß letztendlich drauf. Wir zeigen das Ganze in dem Format. Also ziehen das Bild einfach größer. Dann hat man aber das Problem, dass in den Szenen, wo prinzipiell keine schwarzen Balken da sind, also man schneidet dann halt prinzipiell oben und unten das Bild komplett ab. Das ist halt so die Sache. So, damit schneidet man natürlich die schwarzen Balken weg. Aber dadurch, dass die schwarzen Balken oben und unten nicht immer gleich groß sind, schneidet man sie auch nicht immer komplett weg. Also sie sind halt manchmal trotzdem da. Und in den Szenen, wo sie nicht da sind, schneidet man halt effektiv was vom Bild weg. Und das kannst du halt auch nicht machen. Also kannst du schon. Und es fällt halt wahrscheinlich im Saal auch keinem auf, solange man nicht irgendwo Untertitel hat. Aber finde ich halt nicht so geil. So, wenn, möchte ich halt bitte schon die komplette Bildinformation haben. Und das ist halt so. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Es ist so als Stilmittel einfach richtig, richtig bescheuert. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob ich Transformers 5 wirklich gucken will. Ich fand den vierten schon unfassbar mies. Ich meine, gut, der fünfte kann eigentlich nicht schlechter sein, aber es ist halt so. Boah, einerseits ist es halt ein Transformers und Transformers ist mir grundsätzlich relativ wurscht. Und der vierte war unfassbar schlecht. Und dann kommt noch diese Balkengeschichte dazu, wo ich mir denke, so, will ich das wirklich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also, falls ihn irgendwer von euch schon gesehen hat, sagt mir mal, ob euch das aufgefallen ist. Also es ist, wenn man selber im Kino arbeitet und gerade wenn man in der Projektion arbeitet, hat man da natürlich auch irgendwie nochmal einen ganz anderen Blick für. Also man achtet einfach viel mehr auf irgendwelche Sachen und stört sich, ja, nicht stört sich, aber einem fallen auch irgendwie eher Sachen auf, dem so dem normalen oder die dem normalen Kinobesucher halt überhaupt nicht auffallen. Weil man einfach auf spezielle Sachen achtet, weil man weiß, okay, da könnte irgendwas nicht passen. Das sind so typische Sachen, die passieren. Gerade spezifisch bei irgendwelchen Projektoren oder so. Also wenn man da irgendwie, ich meine, ich habe da jetzt auch nicht ultra die Ahnung von. Ich mache das jetzt auch noch nicht so lange. Aber man kriegt natürlich, wenn man in irgendeinem Laden arbeitet, das ist wahrscheinlich genauso, wie wenn man, keine Ahnung, in einem Restaurant arbeitet und dann irgendwo anders essen geht, mal fallen einem wahrscheinlich viel eher Sachen auf, wo man den Blick sagt, ah, okay, so wie das hier gerade alles läuft, ist hier wahrscheinlich einer krank, weil die hetzen alle viel mehr durch die Gegend, als sie eigentlich müssten. Oder fällt halt auf so, hey, das wäre total sinnig, wenn die das so und so machen würden, weil das läuft bei denen gerade doof. So was einem als normaler Besucher
in dem Restaurant wahrscheinlich gar nicht auffallen würde. Ne? Also einfach in dem Feld, wo man arbeitet, fallen einem natürlich eher Sachen auf, weil man einfach mehr Ahnung davon hat und mehr oder minder tagtäglich damit zu tun hat. Aber ja, lasst mir gerne mal einen Kommentar da, falls ihr den Film noch guckt oder schon geguckt habt, ob euch das aufgefallen ist oder auffällt und falls ja, ob es euch gestört hat. Das würde mich wirklich mal interessieren. Also es ist, ich weiß halt nicht, wie sehr sich das durch den ganzen Film zieht. Ich habe, wie gesagt, halt insgesamt vielleicht keine 10 Minuten gesehen. Am Anfang halt ein bisschen was und am Ende ein bisschen was. Aber da war es halt schon wirklich häufig. Also es war halt jetzt nicht nur so ein, zwei Mal in dem Zeitraum, wo ich halt am Anfang und am Ende drin stand, sondern halt in den letzten 5 Minuten bestimmt so 15 Mal Formatwechsel. Und da halt nicht immer zwischen 2 Formaten, sondern so gefühlt zwischen 5 Formaten hin und her, wo ich denke, warum? Und dann halt eben teilweise nicht mal da irgendeine Konsistenz drin, dass wenn man noch in der gleichen Szene ist, also was so storytechnisch noch irgendwie zum gleichen kurzen Abschnitt des Films gehört, wenn man die gleiche Kameraeinstellung hat, warum man da dann nicht das gleiche Format verwendet, sondern selbst da unterschiedliche Formate verwendet. Das ist halt so. Und das führt halt eben dazu, dass war dann halt zum Beispiel so eine Szene, du hast halt, ich weiß gar nicht, wie die Schauspielerin heißt, die Hauptdarstellerin. Also die hier, die Tochter von, oh Gott, wie heißt er denn jetzt? Gott, ich komme gerade auf gar keine Namen mehr. Es ist nicht mit Damon, es ist der andere. Oh Gott, ich weiß das total. Aber es ist nachts um 2 und ich komme gerade überhaupt nicht auf den Namen. Fuck, wie heißt er denn jetzt? Ich muss es echt nachgucken, oder? Es ist total traurig. Dafür kann ich mir sonst nie den Namen Tom Hiddleston merken. Und der fällt mir gerade total ein, obwohl er überhaupt nichts mit dem Film zu tun hat. Mark Wahlberg, noch bevor ich es nachgeguckt habe. Ich habe gerade nur IMDb eingetippt und das hat schon gereicht. Mark Wahlberg, also die Tochter von Mark Wahlberg spielt, ist halt so in der Nahaufnahme und Mark Wahlberg quasi auch. Durch diese schwarzen Balken, also durch die geschrumpfte Szene, sieht man aber von Mark Wahlberg quasi nur so die Nase und den Mund, wo ich mir denke, ist das jetzt wirklich sinnvoll? Ich meine, okay, es ist halt zwischendurch mit einer IMAX-Kamera gefilmt. Das ist halt ein extra breites, langgezogenes Bild. Ja, okay, aber warum mischt man das so durcheinander? Nein. Und warum gerade bei einem Film wie Transformers? So, wenn das irgendein Arthouse-Film machen würde, würde ich sagen, ja komm, nimm es halt irgendwie als Stilmittel und sei glücklich damit. Du machst halt irgendwas Künstlerisches, aber so leid es mir tut, Transformers ist halt nicht für ein Publikum gemacht, das auf solche Sachen achtet und darauf Wert legt. Um es mal ganz drastisch zu sagen. So, weil dem Standard-Transformers-Publikum, die auf sowas total abfahren, ist so ein technischer Schnickschnack total scheißegal. Also da wird es sicher auch Ausnahmen geben, die halt Transformers wegen irgendwelcher technischen CGI-Finessen total abfeiern und die vielleicht auch darauf total abfahren, keine Ahnung. Aber das ist dann halt eine sehr, sehr kleine Minderzahl. Und ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Vielleicht will ich es auch nicht verstehen, ich weiß es nicht. Anyways, ich könnte meine Followerzahl aktualisieren, aber eigentlich möchte ich das gar nicht. Ich bin mich gerade viel zu faul fühlen. Stattdessen mache ich das schreckliche Minispiel. Oh Gott, was für ein Kackhaufen. Ich habe da vorhin schon gefühlt eine Stunde dran gesessen und es wird einfach nicht besser. Es bleibt einfach alles schrecklich. Wobei, das geht sogar halbwegs. Das wollte ich zwar gerade gar nicht machen. Doch nur diesen einen grünen, der wir kriegen würde. Toll, jetzt liegt der blaue da im Weg. Naja, okay. Aber zumindest auf 2 reduziert. Das ist okay.
Hätte vielleicht besser laufen können, aber auf zwei reduziert ist in Ordnung, damit kann ich leben. Ja, mal gucken, vielleicht kommen wir ja irgendwann im Laufe der nächsten paar Tage, bevor ich dann irgendwie zum Festival fahre. Da kommt übrigens nochmal eine extra Ankündigung, wenn ich weg bin, also beziehungsweise kurz bevor ich wegfahre, dass ihr Bescheid wisst, aber grundsätzlich bin ich vom 4. bis 9. Juli nicht online, beziehungsweise irgendwann am 9. Juli wieder, aber also ich bin quasi von Dienstag bis Sonntag in der Woche weg und auch nicht online, auch nicht per Handy und ja, werde dann weder so Kram spielen können wie das hier, noch irgendwie auf Kommentare oder so antworten können oder auf Mails oder sonst irgendwas. Das nur schon mal als Vorwarnung, aber wie gesagt, da kommt nochmal eine extra Ankündigung. Aber ich fände es eigentlich ganz nett, wenn wir vorher noch irgendwie auf Corruptor, ist Corruptor das nächste? Ich glaube, wir vorher noch auf Corruptor kommen würden. Tja, na gucken wir mal. Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal raus. Wie gesagt, es ist 2 Uhr morgens. Ich muss mal pennen gehen. Danke fürs Zugucken bis hierher. Angenehmen Tag wünsche ich noch. Und bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Haut rein. Und tschüss.